So Leute, es geht weiter mit Vampire the Masquerade Swan Song. Wir haben, beziehungsweise ich habe die erste Aufnahmesession hinter mir. Jetzt folgt die zweite. Wir sind jetzt mit Leisha unterwegs, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Den zweiten Charakter, nachdem wir mit Emem gespielt haben und leider herausfinden mussten, ja, dass Leisha alles mitbekommen hat, was wir mit Emem und mit Journey besprochen hatten oder was die beiden besprochen hatten, bezüglich der Flucht. Jetzt ist halt die Frage, was da jetzt bei rumkommt. Leisha hat die Aufgabe gehabt, sich um die, ja, um den Rat zu kümmern, die ältesten Vampire, dass die vielleicht der Schwanenprinz Iverson die Chance hat, dass sie sich nicht mal gegen ihn stellen und er was gegen die in der Hand hat, falls sie irgendwas planen, um ihn irgendwie umzubringen. Oder sie ist es ja an der Stelle, Miss Iverson. Hazel. So, der Hof von Boston ist in Aufruhr. Code Red wurde ausgerufen, das heißt, eine erhebliche Krise ist ausgebrochen. Emem, Leisha und Galeb werden vor dem Prinzen zitiert. Ich bin gespannt, wo das Spiel jetzt wieder ansetzt. Deine Zusatzinhalte für Vampire the Masquerade Swan Song wurden aktualisiert. Du musst ein neues Spiel starten, um diese Inhalte erleben zu können. Der Inhalt deiner früheren Spielstände ändert sich nicht und nutzt auch keine Ergänzung aus einigen der neuen Add-ons. Okay. Fahren. Genau, wir sind jetzt hier angekommen und beziehungsweise haben jetzt hier zuletzt alle möglichen Informationen gesammelt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir. Mr. Teddy. Genau. Der will was suchen. Wir haben jetzt alles schon irgendwie hinter uns, aber ich glaube nicht, dass ich. Geh zu Halsey im Richards Büro. Genau, dann haben wir doch schon alles gemacht. Dann speichert das Spiel von alleine. Ich sehe aber auch kein Speichersymbol, ehrlich gesagt. Ist aber auch egal, dann sprechen wir mit Halsey und. Oh, hier ist noch was. I see guilt. Richard often asked me. Genau, Leisha ist in Behandlung, weil sie wohl irgendwie so Visionen hatte und ist dann eingesperrt worden, beziehungsweise tiefgefroren worden. Und wenn man sie braucht, dann holt man sie raus. Und Horsey ist offenbar ihre Tochter, in Anführungsstrichen. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir einfach mal mit der Guten und dann geht's He weiter. must be hiding somewhere else. Ist der Bär eigentlich hier? Kann man ihn finden? Mr. Teddy. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? Hier doch immer wieder mal noch Sachen, die man untersuchen kann. Da waren wir ja, glaube ich, schon. Ne? Diese komischen Zwischenfälle, die da passiert sind. Ich glaube, hier ist kein Teddy. Mr. Teddy. Na gut, dann sprechen wir mit Horsey. Und dann geht's weiter. Are you almost done? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Let's go, Sugar Fangs. Leisha. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you.
Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartments? Yes. There was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Hmm. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delson. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of a man. Touching, but that's of no importance. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh, I understand his recent allusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on. Sollen wir sie decken? Was hat sie denn davon? Oh, was ist... Also, in Character. Ist sie loyal zu Iverson? Warum sollte sie denn... Ich finde das ein bisschen schade, dass ich das selber entscheiden muss. Weil ich bin ja voreingenommen als Spieler. Ich würde halt gerne, dass sie das nicht... Wenn ich das mache. Boah, ist das schlimm, ey. Ich glaube, ich muss es machen, oder? Obwohl, wir wissen ja, dass Leisha, Emem und Galeb sich untereinander sehr gut kennen eigentlich. Aber... Ich weiß nicht. Oh, verdammt, ist das eine schwere Entscheidung. Wenn ich das nicht sage, dann decke ich sie beide. Aber wir haben ja die Beweise dafür, dass es nicht... Aber damit machen wir uns natürlich verdächtig, ne? Wir sind raus aus der Nummer, aber Emem und Journey? Ich glaube, die Sache wird dann hässlich. Richtig hässlich. Oh Gott, ey. Also rein vom Charakter her würde ich sagen... Sie ist halt sehr labil, ne? Sie hat das halt mit angehört. Also ist es eine wichtige Information, dass die beiden abhauen wollen. Es macht halt beide sehr verdächtig, ne? Es macht Emem verdächtig, es macht Journey verdächtig. Okay, ich glaube, wir sagen es mal. I found Journey in Jara's office. How did she get in there? I don't know, but Emem joined her. It's like there's no security here. But do go on. I want to know everything. What did you see? They talked, and Emem told her that you wanted to see her. She told her she had to bring her back. Journey was planning on coming to see you. Then Emem showed up. She was worried. She convinced her to run away. Oh. Emem. Do you want me to go get her? No, it's all right. I'll take care of it. Was there anything else?
Wir können die Akte behalten. Aber warum sollten wir das denn tun? Wir geben ihr die Akte. Weil da sind ja die Beweise drin, dass Journey keine Schuld trifft. Journey was going through Jara's desk. She was looking for a file. A record with proof of the precautions she'd taken in organizing this party. Did she find any? She didn't find it. But I did. That's perfect. More than I expected. Give it to Delson on your way out. I'll take care of it. That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Yes. One of my servants just came back from his bar, the Red Salon. As that's where he does his research, I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing. Dr. Dunham wasn't the only one there. There was also Miley, my child. Bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less of you. Thank you, Leisha. Boah, ist das schlimm. Aber eigentlich haben wir doch die... Wir haben die Wahrheit gesagt. Und wir haben auch die Eigenschaft gnädig bekommen. Übersicht. Jede Szene endet mit einem Überblick über deine Erfolge, Fehlschläge und Empfehlungen, was du hättest anders machen können. Für jeden Erfolg erhält dein Charakter Erfahrungspunkte. Ah. Also. Gemächer des Prinzen. Szene 1. Der Hof in Boston ist in Aufruhr. Code Red wurde ausgerufen. So, gnädig, plus 10% Erfolgschance beim Unentschieden in Rhetorik. Cool. Erfolg, du hast deine Macht gemeistert und die Unterhaltung zwischen Eamon und Journey belauscht. Du hast dem Prinzen die Dokumente gegeben, die garantiert Journeys Namen reinwaschen. Das ist gut. Du hast den Prinzen über Eamon informiert. Geht's da irgendwie weiter? Ach so. Ah, hier. Ah, hier muss ich machen. Du hast den Prinzen über E-Mail informiert, du hast dir angehört, was Hilda McAndrews beschäftigt, du hast einen Brief von Dejan Siaka gefunden, der seine Präferenz für die Salem-Genoss besteht, du hast dem Prinzen erzählt, was im Brief von Dejan Siaka stand. 75 Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Alternative, du hättest dich vor der Vorahnung übermannen lassen können. Du hättest etwas über Beryl Underwoods Beweggründe herausfinden können. Okay, das haben wir also nicht gefunden. Cool. Na dann, machen wir weiter. Ich denke mal, dass... Also, wir haben ihr erzählt, dass Eamon Journey zur Flucht verhelfen will. Was ja aus der Angst heraus geboren ist, dass Eamon Journey sehr nachsteht und dass sie Angst hat, dass Journey getötet wird. Weil sie eben diese Beweise nicht gefunden hat. Wir haben das mitbelauscht, wir haben das dem Prinzen gesagt. Wir hätten das auch für uns behalten können, dann wären sie wahrscheinlich abgehauen. Wir haben es ihr gesagt und haben aber auch die Dokumente gefunden, wo eindeutig drin steht, dass Journey unschuldig ist. Das heißt, sie, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie jetzt dahin geht, die beiden auffällt und sagt, wir haben die Beweise, dass sie unschuldig seid. Aber ich glaube, Eamon hat dann trotzdem ein Problem. Wir werden mal gucken. Oh oh. MM, come here. I know what you're gonna say. Go on, I'm listening. You want to know why Journey isn't with me? I'll tell you why. Yes, please. I'm all ears. Ich glaube, wir schenken ihr rein Wein ein, oder?
so viel Respekt haben wir vor ihr. I was afraid for her. I convinced her to flee. I was afraid she'd be held responsible for tonight. I didn't want to take any risks. And you're just confessing like that? To my face? Do you realize what you've done? I'm seeing to things myself. Go in the next room and await your new orders. Hätten wir lügen sollen? Okay, also Eigenschaften an ihrer Stelle geistig. Minus 10 auf den nächsten Erfahrungskosten des Attributs. Rhetorik, eine gebeichelte Sünde. Plus 10% Erfolgschance bei einem unentschiedenen Rhetorik. Okay. Erfolg. Du konntest Johnny dazu überreden, sich dem Prinzen zu widersetzen und zu fliehen. Du hast eine Unterhaltung über Johnny belauscht. Du konntest dank ihres Geruchs Johnny letzte Schritte nachvollziehen. Du hast die Verantwortung dafür übernommen, dass du dich dem Prinzen wissentlich widersetzt hast. Resonanzbonus Ausbacks. Du hättest dem Prinzen eine Lüge darüber auftischen können, was mit Johnny passiert ist. Hätte ich machen können, aber das wäre, glaube ich, aufgefallen. Und das ist Leisha. Und Emem. Okay. Was ist mit Galeb? Ah, jetzt kommt Galeb. Galeb Bazoi, ewiger Beschützer. Sterbliche Könige hatten ihren Lakaien. Die Prinzen von Boston haben Galeb. Herrscher kommen und gehen, doch Galeb bleibt. In seiner Gegenwart am heutigen Abend verheißt nichts Gutes. Auch ihn werden wir frei auswählen. 130 Punkte hat er. Was ist er? Er ist ein Schläger. Er macht Dinge mit Gewalt und nicht mit Überzeugungskraft. Das heißt, Einschüchterung werden wir ihnen geben. Abbrechen. Körperlich kann man ihn auch verbessern. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Körperliches Einschüchtern. Dann werden wir Einschüchtern jetzt auch oft mal hochmachen. Zwei Punkte, würde ich sagen. Geistig, Psychologie. Was macht Psychologie nochmal? Sicherheit. Ich glaube, er ist sehr weise, weil er halt schon lange dabei ist. Psychologie gebe ich ihm auch mal. Disziplin, Seelenstärke, körperliche und geistige übernatürliche Belastbarkeit. Übernatürliche Orten. Präsenz. Beherrschen. Generiert 2 Hunger. Mach das. Präsenz als Dialogoption. Plus 1 Präsenz. 45, okay. Plus 1 Beherrschung.
Gefühle beeinflussen. Boah, das ist schwierig. Ich würde auf jeden Fall mal noch Punkte in Einschüchtern machen. Körperlich habe ich jetzt genommen. Ja, dann mach mal bei Präsenz, oder? Oder beherrschen. Ich mach mal beherrschen. So, dann haben wir 20 noch übrig. Kostet alles aber ein bisschen mehr. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig. So, Auftritt von Galeb. My prince. Delson. Bezori. It seems that the Camarilla is in danger. I am at your disposal. Your sense of duty is a credit to you, Galeb. You haven't lost your touch, I hope. The Code Red is linked to the unification party with the Chantry. No one there is answering anymore. How many of us were there? Probably a good 20, give or take. Dr. Dunham and our top spy, Jara Drury, were already there. We might have lost two members of the Primogen. What about Hartford? Have you heard from them? If those dogs had anything to do with what happened, I'll cut their throats myself. Do you think they might be involved? I don't know. It's too early to draw any conclusions. Where do you want to start? Can I count on you? You have no reason to doubt me. One by one, the Ancillae heed the beckoning and go east. You're the eldest in the city now. Don't do this to me. Not now. I would be very grateful to you. And Fang. How may I be of service? Go and see Caius, with Jara gone. He's in charge of security. He may have learned something. You can count on me. You have my absolute confidence, Galeb. Ich glaube, Galeb ist halt einer von diesen absolut loyalen Typen, der alles dafür tun würde, um seinen Prinzen gerecht zu werden. Und vor nichts zurückschreckt. Einer, der quasi die Drecksarbeit für andere erledigt. Und ich glaube, so werden wir ihn auch spielen. Als allererstes werden wir mal rausfinden, was er für ein Typ ist. Oh mein Gott, hat er viel Text. Ach du Schande, das ist ja ein Buch. Okay, dann, ja. Macht euch schon mal auf lange Texte gefasst. Galeb Bazoi, 1745, er ist übelst alt schon, Generation die 11. Erzeuger Jean-Baptiste Tavernier. Tavernier ist er, okay. Kind, Beryl Underwood. Beryl Underwood ist sein Kind, okay. Ventura, keine Ahnung. Der Kaiserthron. Im Jahr 1710 brachte Mirizar, das Sicht des Königs, ihren erstgeborenen Caesar Suleiman in Konstantinopel zur Welt. Mirizar, deren Geburtsname Jeanne de Bazori gewesen war, hatte im Jahr zuvor Frankreich verlassen, um den Harem von Ahmed III beizutreten, dem Sultan des Osmanischen Reichs, und sie wurde schnell zu einer Lieblingskonkubine.
Sie war eine fürsorgliche Mutter, die sich ständig Sorgen um ihr Kind machte, der später den Thron seines Vaters erben sollte. Süleyman erhielt seinerseits eine hervorragende Erziehung und er lernte gemeinsam mit seinem Bruder Sesat Mustafa das Leben am Hof kennen. Die beiden Brüder hatten völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Während Süleyman ruhig, stur und abenteuerlustig war, war Mustafa eher vielseitig und ängstlich. Der Fall. 1730 verlor ihr Vater Ahmed III an Beliebtheit und die Janitscharen erhoben sich gegen ihn. Er sah sich gezwungen, zugunsten seines Neffen abzutreten. Von diesem Augenblick an begann der vor Wut schäumende Süleyman langfristige Rache zu planen, um seinem Vater den Thron wiederzugeben. Obwohl er sich der Probleme bewusst war, die das verursachen würde, war es seiner Meinung nach das einzig Richtige, den rechtmäßigen Herrscher wieder auf den Thron zu bringen. Als seine Mutter davon hörte, musste er ihr versprechen, seinen Plan aufzugeben und zu verschwinden, bevor die Janitscharen ihn töten konnten. So täuschte er also seinen Tod vor und ging nach Westen. Süleyman, wie spricht man das aus? Süleyman, keine Ahnung. Stach 1732 im Schutze der Nacht im See. Mirissa starb einige Wochen später an der Trauer ob ihres verlorenen Sohnes. So sagte man. Allerdings sah die Wahrheit ganz anders aus. Als sie von ihrem Verrat gehört hatten, hatten die Janitscharen sie ermordet. Ein neues Leben. Das Boot, das Janet de Basuris Familie gehörte, brachte Süleyman zum Hafen von Antwerpen, wo er sich in Anlehnung an seine Mutter nun Galeb Basuri nannte. Aha. Er ist also türkischer Abstammung. Er wurde von einer Familie von Diamantenhändlern adoptiert, die zwischen Europa und der neuen Welt Handel trieben und deren neu gefundenes Vermögen schnell anschwoll. Unter ihrer Führung segelte Galeb auf den Meeren, um neue Geschäftsgelegenheiten zu finden. Er wurde immer besser in Astronomie und Mathematik, schmiedete Beziehungen in aller Welt und nutzte die Gelegenheit, ein beeindruckendes Netzwerk des Einflusses zu weben. Er ist also sehr gebildet. Seine Geschäfte brachten ihn in Kontakt mit Aristokraten, deren Umgangsformen er meisterte, aber auch mit Seeleuten, mit denen er ebenfalls umzugehen wusste. Aus Notwendigkeit heraus wurde er zu einem Anführer. Seine natürliche Autorität und seine Anpassungsfähigkeit verschafften ihm Respekt. Nach und nach wurde sein Leben auf dem Deck des Schiffes seine einzige Freude. Er setzte nie wieder Fuß in sein Heimatland. Es waren Seeleute, die ihm vom Tod seiner Mutter erzählten, später von dem seines Vaters und schließlich von der Krönung seines Bruders Mustafa III. Der Thron hätte ihm gehören können, seine Familie hätte er retten können, ganz egal wie weit er segelte. Diese Gedanken begleiteten ihn ständig. Die Umarmung. Während eines Aufenthalts in Cadiz im Jahr 1740 begegnete er Jean-Baptiste Tavernier, einem berühmten französischen Entdecker und Kaufmann, der angeblich 1689 in Moskau gestorben war. In Wahrheit war er jedoch ein Venturer, der seine Kontrolle über den Diamantenhandel um jeden Preis ausweiten wollte. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Männern erwies sich als fruchtbar, sogar noch mehr, als Tavernier es sich erhofft hatte. Basuris Effektivität und Diskretion erfreuten ihn. Innerhalb einiger Jahre wurde ihre Geschäftsbeziehung von Geheimnissen bereichert. Und der junge Seefahrer sah in seinem Mentor die Vaterfigur, die er nie wirklich gehabt hatte. Eines ruhigen Nachts, nach einer besonders turbulenten Atlantiküberquerung, erzählte Galeb Tavernier ein wenig mehr über seinen Hintergrund. Tavernier wurde klar, was ihn an diesem jungen Seemann faszinierte. Seine Noblesse, die man zwar auf den ersten Blick nicht bemerkte, aber die ihm doch innewohnte. Tavernier, der noch kein Kind gezeugt hatte, kam ein Gedanke. Er fing an, Galeb wie ein Familienmitglied zu behandeln. Er sprach okkulte Themen an, um seine Reaktion einschätzen zu können. Dann kam das heikle Thema seiner wahren Natur. Tavernier machte ihm die Umarmung als Gabe schmackhaft. Es brauchte nicht viel, um den jungen Seemann vom Wert der ewigen Jugend zu überzeugen. Galeb nahm an. Seine Umarmung war schmerzhaft und bitter. Es dauerte mehrere Tage, bis er das Tier,
tolerieren konnte, das auf alle Ewigkeit an ihm nagen würde. Tavernier versuchte, den Zorn seines Kindes auf die Rache zu fokussieren, die er an denen nehmen würde, die ihn seines Thrones beraubt hatten. Aber Galeb sah das anders. An die Stelle seines Hungers nach Gerechtigkeit waren ein Ekel vor der Menschheit und ein zunehmendes Desinteresse an ihren Angelegenheiten getreten. Alter. Okay. Er wollte sich nun über das Vieh erheben und seine Ewigkeit für bisher unmögliche Ziele nutzen. Sein Erzeuger, der daran ein gewisses Interesse hatte, ließ sein Kind experimentieren. Galeb verbrachte ein halbes Jahrhundert damit, die 7 Weltmeere zu bereisen und durch den Erwerb von Diamantenminen und Handelsgesellschaften reich zu werden. Er spielte mit den Gesetzen der Menschen, aber hielt sich penibel an die Prinzipien, die ihm Tavernier auferlegt hatte. Die beiderseitige nützliche und ausgewogene Beziehung setzte sich bis ins frühe 19. Jahrhundert fort. Der Instinkt eines Siegers. Unter dem Vorwand, seine Liebe zur Natur und zur Wildnis mit Galeb teilen zu wollen, lud Jean-Baptiste ihn in die Region Maurice ein, wo er einen alten Bekannten treffen sollte, den Entdecker Toussaint Charbonneau. Der Gangrel hatte sich entschlossen, sich einen Bau im Herzen des Waldes einzurichten, um wie ein Tier zu hausen. Trotz der Wegbeschreibung seines Erzeugers hatte Galeb Probleme, Charbonneau zu finden. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung verstand der Fallensteller, warum Tavernier ihm diesen Venture geschickt hatte. Er versuchte also, seine Verbindung mit dem Tierreich mit ihm zu teilen, wie er es zuvor mit seinem Erzeuger getan hatte. Galeb zeigte zwar keinerlei Interesse daran, mit Tieren kommunizieren zu können, aber sein Talent in Aufspüren von Beute war eines Kainskindes durchaus würdig. Inmitten dieses Waldes war es für einen derart anspruchsvollen Gaumen wie den seinen auch dringend nötig, der sich nicht mit jedem Blut zufrieden gab. Mit etwas Übung war Galeb in der Lage, seine Beute allein zu finden. Charbonneau brachte ihm sogar bei, die Essenz eines Sterblichen von der eines Kainskindes und sogar von der eines Wolfskindes zu unterscheiden. Als der Winter kam, trennten sich die Wege der Männer. Charbonneau ging zurück zum Pazifik und Basori kehrte mit neuen Fähigkeiten in die Zivilisation zurück. Obwohl er dies seinem Erzeuger gegenüber nie zugab, war er ihm dankbar für diese Gelegenheit. Sesshaft in Boston. Als 1806 die napoleonischen Kriege Europa ins Chaos stürzten, traf Galeb James Underwood, der mittels Saga Trust den Handel mit raffiniertem Zucker kontrollierte. Da die USA unter einem Embargo standen, geriet Underwoods Geschäft in einer Schieflage. Galeb nutzte all sein Wissen, um eine groß angelegte Schmuggleroperation zu starten und machte damit ein kleines Vermögen. Zwischen Underwood und Basori entstand eine enge Freundschaft. Beryl Underwood wurde 1807 geboren und erbte 1833 das Unternehmen, als sein Vater James starb. Galeb kannte Beryl, indem er beim Aufwachsen zugesehen hatte. Der 26-jährige Erbe bat den Mann, den er als sein Mentor betrachtete, bei ihm zu bleiben und ihm zu helfen, und Galeb tat dies aus mehreren Gründen. Er respektierte diesen geschäftstüchtigen Sterblichen, den er als seines Interesse würdig betrachtete, seine Ehre zwang ihn, die Beziehung fortzusetzen, die er zu James gehabt hatte. Und dann war da noch der Gewinn, der auf ihn wartete. Er spürte, dass seine Zukunft in der neuen Welt lag und dass es besser war, sich dort schnellstmöglich niederzulassen. Mit Zustimmung seines Erzeugers zog er endgültig nach Boston um. Tavernier spürte, dass Galeb große Fortschritte gemacht hatte und es war klar, dass der Schüler den Meister nun übertraf. Irgendwie erfüllte ihn das mit Stolz. So blieb er zwar auf Distanz, aber dennoch in regelmäßigem Kontakt mit seinem Kind, das er als ebenbürtig ansah. Auf Galebs Rat hin zog er nach Südafrika, um neue Diamantenminen zu errichten. Das Kind. Beryl Underwood übertraf Galebs Erwartungen. Er war talentierter als sein Vater und das war auch der Verdienst des Venturer. Aber ein Vampir kann sich nicht auf lange Sicht mit einem Sterblichen einlassen, ohne dass dies Auswirkungen auf dessen Identität hat. Über die Jahre brachten Beryls Zweifel ihn dazu, Galeb zu hinterfragen, der ihm eine ehrliche Antwort gab.
Er gestand ihm sein monströses Wesen. Dies fand Barry alles andere als abstoßend. Er wurde nur noch entschlossener und bat Caleb, ihm die Umarmung zu schenken. Caleb hätte nie daran gedacht, selbst ein Kind zu erzeugen, also zögerte er die Entscheidung hinaus und nahm erst 1869 an. Barrys Umarmung ging schnell vonstatten. Er fühlte sich sofort mächtiger, seine Ambition kannte keine Grenzen und er wollte sich um jeden Preis noch reicher machen. Der Sugar Trust wurde das Herz eines internationalen Mischkonzerns, noch über den Zuckerhandel hinausging. Barry war in jede Intrige, in jedem Verrat verstrickt. Caleb wurde ihm gegenüber immer argwöhnischer und er zog sich zurück, was ihm Barry nie verzieh. Strecker. Im Laufe des 20. Jahrhunderts distanzierte sich Caleb vom Unternehmen, da er mitbekam, wie Barrys skrupellose Geschäftsgebaren die Umwelt und Gesundheit der Sets-Kinder schädigten. Er hatte das Gefühl, ein Monster erschaffen zu haben, eine Gefahr für alle Kainskinder. Quentin King, der Prinz von Boston, bot ihm die Stelle als Vollstrecker des Prinzen an, die er als Ausweg akzeptierte. King machte ihn zu einem seiner Lieblingswerkzeuge und schickte ihn los, um jene zu jagen, die eine Gefahr für die Bostoner Camarilla darstellten. Nachdem er über Jahrhunderte ein Geschäftsimperium aufgebaut hatte, Gelegenheiten nachgejagt war und Konkurrenten ausgeschaltet hatte, genoss Caleb es, einfach nur noch das zu tun, was man ihm sagte. Er zählte nicht, wie viele Kainskinder er vernichtete, Sterbliche er tötete oder Dünnblütige er unterdrückte. Er diente seinem Prinzen mit der Loyalität, für die man ihn kannte. Das dachte ich mir schon, dass er sehr loyal ist. Als Barry Underwood Quentin Kings Rat der Erstgeborenen beitrat, wurde Caleb der Dinge überdrüssig. Der Lockruf. In den letzten Jahren begannen die Ahnen zunehmend den Drang zu verspüren, zu reisen. Tavernier war einer der ersten, die ihm nachgaben. Da er davon nicht in Kenntnis gesetzt wurde, betrachtete Caleb dies als Verrat. Dennoch verspürte er den Drang. Fast hätte er ihm auch nachgegeben, aber mit Kings Verschwinden änderte sich alles. Underwood bat Caleb, der neue Prinz von Boston zu werden. Er hoffte, Caleb zu seinen eigenen Zwecken manipulieren zu können. Aber Caleb kannte sein Kind nur zu gut und er lehnte dieses vergiftete Geschenk ab. So wurde Hazel Iverson Prinz von Boston. Binnen kurzer Zeit überraschte sie alle, indem sie sich als deutlich weniger einfacher zu manipulieren erwies als erwartet, was Caleb als durchaus positiv empfand. So entschloss er sich, ihr seine Dienste anzubieten. Iverson freute sich, einen renommierten Verbündeten wie ihn zu haben und nahm gerne an. Ein letzter Wunsch. Sein Interesse an der Camarilla und seinen Blutsverwandten stieg wieder, als klar wurde, dass dieser neue Prinz sich bewährte und große Pläne für die Zukunft hatte. Während dieser Zeit hörte Caleb auch von einer jungen Sterblichen, die gerade ihren Abschluss am MIT gemacht und jetzt in Silicon Valley ein Startup gegründet hatte, das sich auf die Blue Economy spezialisierte. Er erkundigte sich nach ihr und traf sie schließlich auch. Nach einiger Zeit gewann er ihr Vertrauen und er bot ihr an, sein Ghoul zu werden, mit dem Ziel, ihr nahe Zukunft die Umarmung zu schenken. Er hoffte, aus ihr einen Gegenpol zu Beryls selbstzerstörerischer Energie machen zu können. Allerdings hatte Hazel Iverson in dieser Hinsicht eine andere Einstellung als Quentin King und sie gewährte die Erlaubnis zu zeugen nicht so einfach. Sie betrachtete dies sogar als Möglichkeit, die Kontrolle über den ihr so wichtigen Caleb zu behalten, der so gezwungen war zu warten. So sehr ihn der Lockruf auch drängte, er konnte nicht gehen, ohne vorher wieder gut zu machen, was er als seinen größten Fehler betrachtete. Also sein größter Fehler ist quasi Barry, weil er ihn verwandelt hat und nicht gecheckt hat, dass es ein Arschloch ist. Okay. So. Dann machen wir mal weiter. Mr. Underwood, I'm sorry, but my instructions are clear. You little shit. I'm just following orders. You have no idea what's at stake.
my most honored sire. You're wasting your time here. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. I won't forget it. Also, Fakt ist, er mag ja sein Kind nicht. Zu wenig. Sorry to hear it. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zufeng. Yes, Zufeng. A name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Galeb Bezori's progeny, aren't you? I hope that the prince will allow me to, shortly. I hope so for your sake. Who knows? Our dear Hazel is so unpredictable. At any rate, it would be an honor for me to welcome and guide her. You will speak of nothing with her at all. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever so pleasant conversation. I need to find a way to avoid losing too much money. Was für ein Arschloch. Dialogbonus +1. Barry Underwood. Und was haben wir da bekommen? Wir haben Plappermaul bekommen als Eigenschaft. Galeb hat nicht richtig aufgepasst und zugelassen, dass sein erstes Kind zu ihm gekommen ist. Das wird man sich merken. Seine Autorität ist untergraben. Oh. Mr. Bezori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Prince's orders. I see. He's holed up in the server room. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. Ich finde das cool, wie unterschiedlich die Charaktere tatsächlich sind. Since we've had an alert like this? I've got no idea. I need quiet. Säkularen Bericht über die Entwicklung der Demografie der Welt der Sterblichen. Nobody's answering there either. Erneut sind alle Indikatoren für die Weltbevölkerung positiv. Seit der letzten Volkszählung hat sie sich verdoppelt, was ein großer Lichtblick ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dies vor allem die Ballungsräume betrifft. Diese Entwicklung sollte überwacht oder sogar zum Ende des Jahrtausends umgekehrt werden. Wir verweisen auch auf eine weitere wichtige Angelegenheit, die genau bewacht werden muss. Die sinkende Qualität der Sterblichen. Trotz des Trends zu ökologischem und natürlichem Verzehr, den wir in letzter Zeit gefördert haben, lässt sich aufgrund des sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewichts die Tendenz des Qualitätsverfalls bei unseren Sterblichen nicht umkehren. Außerdem stellen wir einen quantitativ zufriedenstellenden Zustand unserer Ressourcen fest, der auf Kosten ihrer Qualität geht. Mr. Underwood slammed his door. That's a bad sign. I don't really have time for this. Zehn Jahresbericht über Evolution der Sterblichen und Verfall der Umwelt. Verschmutzung und Verfall der Umwelt gehören zu den derzeit größten Problemen des Planeten. Diese Geiseln finden ihre Ursache in einer Vielzahl von Faktoren, die sich negativ auf die grundlegende Funktion des Ökosystems und damit auf die Nachhaltigkeit
allen Lebens, aller Ressourcen und der Existenz der Sterblichen auswirken. Diese Umweltprobleme, insbesondere die globale Erwärmung, sind derzeit sehr besorgniserregend für die Zukunft unseres Planeten und folglich auch für die Aufrechterhaltung eines zufriedenstellenden Qualitätsniveaus unserer Blutversorgung. Für die Umweltverschmutzung und Zerstörung sind mehrere Phänomene verantwortlich. Überbevölkerung. Sie stellt eine Gefahr für die Umwelt dar, denn das Bevölkerungswachstum erfordert mehr Gebäude und mehr Nahrungsmittel, was zu Abholzung, Übernutzung und Verschmutzung des Bodens führt. Erzeugung von umweltschädlichen Abfällen. Vom Menschen produzierten Abfälle sind eine der Hauptursachen für die Umweltzerstörung. Stammen aus einer intensiven und unvernünftigen Produktion von chemischen Produkten. Diese Abfälle aus Industriefähigkeiten, Tätigkeiten, Fabriken und Krankenhäuser sind eine Quelle für toxische Emissionen. Die Produktion in großem Maßstab ist auch eine Bedrohung für die Umwelt, weil sie zu Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung führt und direkte Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen hat. Gab es da hinten auch irgendwie zwei Seiten? Nothing new on the police scanners. They're always one step behind. Keep it up. Chara Drury. Warning. Five batteries. Ich habe nicht genug Weisheit, um mir das anzuschauen. Blood tests from the Red Salon. She always said she preferred paper to digital. Ja Leute, ich würde sagen, wir machen hier dann mal einen Cut und dann werden wir mal sehen, was uns da erwartet. Galeb, der Mann fürs Grobe, ist jetzt am Start. Ich bin sehr, sehr gespannt, was für Aktionen wir mit ihm machen können. Wir müssen ihn auf jeden Fall noch skillen. Wir haben ihn nicht perfekt geskillt. Wir werden weiter auf Weisheit skillen und natürlich auf der Mann fürs Grobe, Schlägerei und so. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.